Und diese Aktion, diese Verhaftungsaktion, die dann auch zum Schicksal von Kurt Gärtner wurde, war die Aktion Gewitter. Es wurde also mit einem Kamm, wurden einfach auf Verdacht hin. Und zwar wurde gesagt, diese Typen, die die Weimarer Republik, die erste deutsche Republik getragen haben, sind geistige Sympathisanten des Umsturzes gegen Hitler. Ist eigentlich nicht ganz falsch gewesen, dass sie so gedacht haben, aber es ist ja kein Beweis, das ist ja nur eine Vermutung, aber darauf kam es den Nazis ja nicht an. Sie haben diese Menschen verschleppt und auch nicht nur die Reichstagsabgeordneten der SPD beispielsweise oder der KPD, sondern auch die Landtagsabgeordneten und die Stadtverordneten. Auch die wurden reihenweise weggebracht. Jedenfalls ist er im August verhaftet worden und man darf nicht vergessen, Kurt Gärtner war schon 65 Jahre, als er ins Konzentrationslager Sachsenhausen kam.